Mal an. Muss man mal rumlaufen und quasi überleben. Immer mehr Units kommen. Du musst die abschießen und dann wirst du aufgelevelt. Kannst neue Fähigkeiten aktivieren. Das kann man im Multiplayer auch spielen. Aber man spielt es, glaube ich, auch mit mehreren Leuten zusammen. Oder halt alleine. Der schießt halt immer automatisch. Du läufst und hast dann unten so noch ein, zwei Fähigkeiten. Ein E. Also eine Ult quasi. Gibt auch verschiedenste Units. Ich glaube, Dash hat Jinx nicht. Gibt's halt Vampire Survivors und sowas, ist in dem im Style. In der Mitte kann man sich heilen. Muss man die Punkte einsammeln, die blauen Blasen, dann kriegt man XP und levelt auf quasi. Wenn man getroffen wird, hat nur ein Leben. Und kann dann mal die neuen Sachen ausrüsten mit jedes Mal, wenn du ein neues Item hast. Ich mach mal Health Innovation. Ist ganz geil. Das kann man auch mit vier Leuten spielen. Ja, das ist ein. Das werden die ausbauen. Das wird immer weiter ausgebaut. Das wird. Ich vermute mal nie wieder weggehen. Das wollen die ja so aufbauen wie TFT oder wie alle anderen Spiele eigentlich auch. Die gucken sich mal an, was gut läuft und machen es dann besser, ne? Typisch Riot halt. Jinx wird halt immer schneller, umso mehr man Gegner man tötet. Ich mache ein bisschen Movement Speed. Jetzt wäre ich ein bisschen zu oft getroffen gerade. Vielleicht kommt so ein großer Boss, da für den muss ich ready sein. Der ist sonst zu stark und macht mich platt. Ein bisschen Damage ist, glaube ich, ganz gut. Wo ist der Dicke jetzt? Ah, da unten. Ist eine Minimap. Einfach durchgeflogen. Oh. Das ist schlecht. Den haben wir gleich. Verdammt. Echt den daneben. Oh. Komm. Nice. Sieht man den getötet, kriegt man automatisch eine Karte noch gratis. Heilen muss ich mich gerade nicht. Und am Rand gibt es so Kisten verteilt. Wenn man die einsammelt, kriegt man Geld. Gold quasi. Oder kann auch mal Leben drin sein, so Heilung. Und wie der gerade eben. Und du sammelst quasi Geld, um dann in der im Hauptmenü kannst du quasi deinen Charakter immer besser ausbauen. Kriegst du immer mehr Stats wie mehr Damage oder ja, Movement Speed, Regeneration, irgendwie sowas. Dadurch wird man halt immer, kommt man immer weiter. Am Anfang ist man schlecht und wird dann immer besser, umso mehr man freischaltet quasi. Noch ein paar bisschen auf, bisschen XP sammeln. Damage ist immer gut. Oh, ist jetzt los? Okay, das ist nicht gut. Ich hau hier mal ab. Ja, man kriegt jetzt so viel Schaden. Von dem Dicken hier. Jetzt muss ich mich heilen gehen in die Mitte. Wenn ich jetzt hier in der Mitte bleibe, heilt die mich, glaube ich, der Ring. Nice, hochgeheilt.
Ist der noch irgendwo? Den habe ich abgeschossen, okay. Ja, die sind jetzt schon ein bisschen robuster hier. Oh. Nice. Level mal die eine Sache weiter. Noch eine neue Waffe dazu. Hau hier mal ab. Oh Gott, jetzt sind hier so viele kleine. Kann ich mich schon wieder heilen? Nee. Oh. Jetzt wird es schon ein bisschen. Ich hätte gerne nochmal hier oder irgendwas. Gut, dann nochmal Damage. Oh ne, jetzt kommt hier nochmal ein dicker. Ich brauche Heilung. Ach, da, sehr gut. Da auch nochmal. Das sind die Großen hier. Mach nochmal Health Regeneration. Oh, sehr gut. So weit war ich noch nie wie jetzt. Oh, jetzt ging es gut ab. Was ist das für einer? Das ist noch XP. Die Heilung ist wieder da. Versuchen wir es mal zu holen. Ein bisschen Heilung habe ich ja drin, aber das reicht, ist die Frage. Ich hole mir das hier mal. Also mal das weiter. Gold. Ich kann noch mal so eine Reserve hier irgendwo hier, wenn es geht. Was ist das für Dinge? Okay, explodiert war ja klar. Ich könnte mal die Karte noch ein bisschen. Das hier. Oh. Ah, den brauche ich jetzt auch. Okay, Explosionsviecher sind immer genehm. Das war's, glaube ich. Ich komme hier noch irgendwie raus. Das war's. So, und jetzt habe ich, glaube ich, Geld bekommen. Zack. Und kann hier jetzt Upgrades kaufen. Damage Armor, Health Regen, Movement Speed. Und die muss man dann freischalten. So ist der Loop quasi. Man spielt immer weiter und kriegt dann immer neue Sachen. 200 Health Regen kaufen wir auf jeden Fall. 500 Damage würde ich auch kaufen. Was ist die Objectives? Achso, hier, da muss man 15 Minuten überleben. Ja. PvE nur, ne? Ja, klar. Da muss man so weit zu kommen. Mit 4 Leuten kann man es, glaube ich, spielen, ne? 1, ja. 2, 3, 4. Gibt es verschiedene Charaktere, ne? Wann kriegt man die eigentlich frei? Ich habe jetzt Jinx, Seraphine und Leona. Finde ich Jinx aber am besten.
Upgrade Radiant Field Level 4. Ah, okay, gibt's da verschiedene Maps oder was? Ah ja. Krass. 1, 2, 5 Maps. Ist ganz geil. Hab ich Bock auf noch eine Runde jetzt? Ich glaube, ich will noch eine Runde. Noch eine Jinx? Ja. Na komm. Ich glaube, die Maps schaltet man dann über die Level frei. Du levelst hoch. Und alles geht darüber quasi. Neue Unlocks, bringt der neue Level, Experience und neue Charaktere. Wird alles wahrscheinlich über eine Sache laufen. Warum droppt die keine XP? Jetzt. Ich glaube, die Stats, die wir gerade gekauft haben, sind jetzt automatisch hier applied. Ich nehme wieder den Uvo Blaster. Ich glaube, das ist das Beste. Ja. Kann ich machen. Wenn du einen Account hast und Bock hast, können wir auch zusammen spielen. Kann man ja mit mehreren Leuten spielen. Aber muss ich nicht. Du kannst auch einfach chillen. Ich nehme mal Movement Speed. Ist ja ganz normal im Account. Miau, miau. Okay, ja, kein Problem. Können wir auch mal alles nochmal machen. Aber ich spiele danach trotzdem eine Runde mit Seraphim. Ability Haste. Das glaube ich, dann können die öfter schießen. Sehr gut, hier gleich durch diese Moskito-Wand durch. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, an der Wand hier zu bleiben. Ich glaube irgendwie nicht. Schön Gold sammeln. Vielleicht das Wichtigste am Anfang, dass man sich erstmal die ganzen Updates kaufen kann, ne? Ich geh mal die Ecken hier ab. Das wirkt mir irgendwie wichtig. 2 Wochen. Ja, ist okay. Das war ein bisschen wasted. Oh, das ist die Dicke. Da war ich letztes Mal schon stärker. Das hier sehr gut. Oh. Nice, easy. Movement Speed for free. Geh die Ecke mal ein bisschen weiter ab. Mehr Gold. Damage. Ich glaube, Damage muss man immer nehmen. Health, nehmen wir mit. Nehmen wir auch noch ein bisschen mit. Ist noch irgendwo eine Kiste da? Ja, jawohl. Sehr gut, Gold. Ist auch eine Kiste. Ein bisschen Herz. Das Gold hätte ich gerne noch. Die Erfahrung. Mehr Damage für Miau Miau oder Hells. Ich nehme nochmal Hells, glaube ich. Glaube ich wichtig. Und Jinx hat so eine Passive, dass sie alle 75 Gegner, die tötet, das ist der Count der unten, kriegt sie so Movement Speed Buff.
Das ist ganz cool, aber die hat ja kein Dodge. Ich glaube, Seraphine hat einen Dodge, was deutlich besser ist. Oh. Der ist, das ist jetzt schlecht, dass ich nicht durchkomme. Oh. Oh, nee. Okay. Kann eine kurze Runde werden. Ich habe die Nuke nicht. Heng. Alright. Ich glaube, man muss auch lange durchhalten, ne? 15 Minuten oder sowas. Können wir gucken. Jetzt nehmen wir erstmal Seraphine. Clear Warehouse District to unlock. Okay, man muss die einmal durchgespielt haben, die Map. Dann hat man die Chance, das zu bekommen. Die Runde war kurz. Ja, es ist krass. Die laufen manchmal schneller, manchmal langsamer.